Mimi Vollering wurde für 2023 als beste Radsportlerin des Jahres ausgezeichnet. In der Saison hat sie unter anderem die Tour de France gewonnen, zweite von der Spanien-Rundfahrt, das Ardennen-Triple. Aber in einem längeren Instagram-Post betont sie, dass besonders ihr Sieg ganz am Anfang der Saison bei Strade Bianche ihr sehr wichtig war. Sie spricht da viel von Willenskraft und gibt da Motivation an jüngere Fahrerinnen weiter. Ich würde gerne mal das Rennen ein bisschen analysieren, wie so die Rennsituationen und die Taktiken abgelaufen sind, ob da nicht auch eine ganze Menge Glück im Spiel war, dass Demi Vollering tatsächlich das Rennen gewonnen hat. Die Strade Bianche ist ein ganz besonderes Rennen, ist ein Eintagesrennen von Siena nach Siena über 136 Kilometer in der Frauenedition. Fand Anfang März statt bei frühlingshaften, kühlen Bedingungen, 14 Grad bei moderatem 11 km/h Wind. Das Besondere an dem Rennen ist, es ist hügelig und zudem noch 8 Sektoren mit losem Schotteruntergrund. Als Favoriten vor dem Rennen wurden genannt die Vorjahressiegerin Lotte Kopecky, Annemiek van Vleuten, die das Rennen auch schon mal gewonnen hat, und ja, die spätere Siegerin aus der Ausgabe 2023, Demi Vollering. Von der Rennsituation hatten wir ein geschlossenes Fahrerfeld bis etwa 50 Kilometer vor dem Ziel, bis sich dann irgendwann Kirsten Faulkner, die nicht unter den großen Favoriten aufgeführt war, sich mal als Solo-Flucht auf und davon gemacht hat. Wir sehen allerdings, dass sie sich das Leben da als Solo-Flucht ein bisschen schwieriger macht als unbedingt notwendig. Sie trägt den Giant Rev-Helm, der gut belüftet ist und nicht das Pursuit-Modell von ihrem Hersteller. Genauso sehen wir auch hier im zweiten Bild, dass sie keine hochgeschlossenen Aero-Socken trägt. Sie wird allerdings als Solo-Fahrerin auch sowieso nicht so als großes Risiko eingeschätzt und innerhalb von ja, unter 10 Kilometer hat sie bereits einen Abstand von ja, fast 1,5 Minuten rausgefahren, weil hinten im Feld ja fast Stillstand herrscht. Was ich meine mit dem Aero-Helm und den Aero-Socken, was sie da so als Vorteil rausziehen konnte, da empfehle ich mal das YouTube-Video von Dylan Johnson. Der ist so Hobby-Gravel-Fahrer und der hat selber sich mal mit einem Aerodynamik-Experten Josh Bordner getroffen und da ein bisschen rumexperimentiert. Und er hat selber für sich rausgefunden, dass er etwa 7 Watt für den Helm und 8 Watt mit den Aero-Socken, also in Summe 15 Watt Kraftersparnis bei 35 km/h 300 Watt Leistung einsparen kann, wenn er sich da so ein bisschen aero-optimierter ausrüstet. Und das wären auch ungefähr so die Bereiche, in denen Kirsten Faulkner jetzt unterwegs ist. Auf Strava findet man Daten von ihr, dass sie etwa eine Schwellenleistung, eine 1-Stunden-Dauerleistung von 320 Watt treten kann bei 62 Kilogramm, was eine sehr, sehr gute Leistung ist. Damit ist sie auch eine der besten Athletinnen im Parafeld. Allerdings naja, macht sie sich das Leben halt da ein bisschen schwieriger, als es unbedingt notwendig wäre. Sie legt auch die letzten 15 Kilometer im Finale von der Strade Bianche, wo sie dann auch Vollgas fährt und wahrscheinlich ungefähr in dem Leistungsbereich unterwegs ist. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 34 km/h auf dem hügeligen Terrain zurück, braucht dafür 26 Minuten 30. Und es ist ein bisschen schwierig zu berechnen, weil man jetzt ihre genauen Daten nicht kennt, aber man schätzt etwa, dass sie mit Aero-Helm und Aero-Socken etwa so 40 Sekunden bestimmt schneller unterwegs gewesen wäre bei gleicher Leistung. Das Rennen verläuft dann im späteren Verlauf, als wir uns jetzt in die Sektoren 6, 7 und 8 langsam reinbegeben, dann doch etwas schneller, weil Movistar vor allen Dingen das Tempo stark ranzieht und ja, das Tempo so weit erhöht, dass bis auf die großen Favoriten die anderen Fahrer nach hinten abgehangen werden. Wir haben jetzt eine quasi Verfolgergruppe aus den Favoriten, namentlich Cecil Uhtrup-Ludwig fürs Team FDJ, Puk Pietersen für Alpecin Phoenix, Annemiek van Vleuten und Liane Lipper fürs Movistar-Team, Lotte Kopecky und Demi Vollering für Steeworks und Kasia Ivanova für Can-Am-SRAM. Und vorne mit einem Abstand immer noch von 1,5 Minuten, allerdings nur noch 17 Kilometer bis zum Ziel, die Kirsten Faulkner. Wir sehen auch ganz interessant an dem Bild die Verteilung hier in der Gruppe. Im Grunde genommen die Hauptfavoriten der Favoritengruppe ist SD-Works, die eigentlich die Verantwortung tragen müsste, jetzt quasi die Verfolgungsarbeit für Kirsten Faulkner zu leisten. Hier halten sich allerdings beide parallel nebeneinander im hinteren Bereich der Gruppe auf. Fürs Tempo sorgt hier nur so halbherzig. Man sieht auch in der Körpersprache, dass sie nicht alles gibt, weil sie ja auch keine Teamkollegin hat, für die es jetzt Sinn macht, sich vollends aufzuopfern. Sie muss ihre eigenen Chancen noch wahren. Cecil Uhtrup-Ludwig fährt ein bisschen von vorne. Movistar hätte noch zwei Fahrer, könnte jetzt
zum Beispiel entscheiden, dass Annemiek van Vleuten die höhere Favoritin ist, die es zu schützen gilt, und Liane Lippert in die Nacharbeit stecken. Aber im Grunde genommen ist van Vleuten weniger Favorit als Kopecky und Vollering oder sogar Kopecky oder Vollering, sodass es auch durchaus Sinn macht, für Movistar abzuwarten und auf SD-Works zu gucken, die halt wirklich nichts machen, aber eigentlich die Verantwortung tragen, sind SD-Works. Eine weitere Frage ist auch ein bisschen die Verteilung. Wenn Movistar sich wirklich auf die Taktik beruht, zu sagen, wir reagieren nur auf SD-Works-Aktionen, wäre es taktisch sehr sinnvoll, sich dann auch jeweils 1-2 am Hinterrad von jeweils Kopecky und Vollering aufzuhalten, um, wenn jetzt Konterattacken lanciert werden, direkt quasi in Windschatten mitzugehen. Sie fahren vor ihnen, das heißt, sollte Kopecky oder Vollering attackieren, werden sie quasi aus dem Rücken überrascht. Die haben schon so einen Geschwindigkeitsvorsprung, bis sie quasi sehen, dass sie attackiert werden, und dann ist eine Lücke gerissen und sie kommen nicht mehr hinterher. Also, hier sind sehr, sehr viele Fragezeichen allein in nur kurzem ein Bild. Warum fährt überhaupt quasi keiner aus der FDJ? Für wen fährt FDJ? Okay, Pupitese, das ist ihre erste Ausgabe in so einem wichtigen Rennen. Sie freut sich, und das ist schon fast eine Überraschung, dass sie überhaupt noch in der Favoritengruppe mit dabei ist. Da freut man sich schon eher darauf, was sie vielleicht nächstes Jahr reißen kann. Genauso auch Femme van Empel. Sie ist gar nicht hier am Start, aber Femme van Empel und Pupitese sind die zwei, die Cross-Saison sehr dominiert haben und der Untergrund mit dem losen Schotter auf jeden Fall auch sehr zurechtkommen könnte. Aber keine Kritik, dass Pugh-Petersen quasi in ihrer ersten Ausgabe jetzt hier nicht die Verantwortung übernimmt. Die Frage allerdings quasi, was macht SD-Works? Ich gehe davon aus, dass vorher in der Teambesprechung es keine klare Rollenverteilung gab, wer hier quasi Nummer 1 und Nummer 2 ist. Da jetzt allerdings, wie man sagt, zu viele Häuptlinge, zu wenig Indianer, keiner mehr da ist, der quasi für die zwei arbeiten könnte und langsam der Abstand zu Kirsten Faulkner wirklich kritisch wird, muss jetzt eigentlich auch mal eine unbequeme Entscheidung vom Teamfahrzeug getroffen werden und zu sagen, okay, ich opfere Vollering oder Kopecky, setze sie in die Nachführarbeit und konzentriere mich darauf, quasi einen Sprint für jeweils die andere vorzubereiten. Beide sind allerdings nicht gewillt, die Arbeit für die Teamkollegin zu machen und ihre eigenen Siegchancen aufzuopfern. Stattdessen attackiert Demi Vollering, versucht solo eine 1,30-Lücke auf quasi nur noch verbleibende 15 Kilometern zu schließen, was ich für sehr fragwürdig halte. Wir sehen zwar, Demi Vollering ist besser als Kirsten Faulkner mit Hero-Socken und einem Hero-Helm unterwegs, aber es ist trotzdem ein sehr fragwürdiges Unterfangen, weil die Lücke schon so groß ist. Im Grunde genommen, wenn die Situation so weiterläuft, läuft die Situation SD-Works deutlich aus den Händen. Wenn jetzt nichts anderes passiert, würde ich mich an der Stelle festlegen, dass Kirsten Faulkner das Rennen gewinnt. Aber dann entscheidet sich im Sektor 8 Lotte Kopecky für eine sehr ungewöhnliche Strategie. Sie attackiert auch nochmal aus der Favoritengruppe heraus, schafft es tatsächlich, sich auch ohne weitere Verfolgerin zur Teamkollegin Demi Vollering nach vorne zu schließen. Es ist hoch ungewöhnlich, aber ich würde sagen, in der Situation das Einzige, wie SD-Works es tatsächlich nochmal schafft, Kontrolle über diese Rennsituation zu gewinnen. Denn als Zweierverfolgergruppe, man spart halt immer so etwa 30 bis 40% Kraft im Windschatten und hauchdünn, etwa 800 Meter vom Ziel, schaffen sie es tatsächlich auch, die Lücke zu Kirsten Faulkner zu schließen, an ihr vorbeizufahren in der letzten Steigung und das Rennen auf Position 1 und 2 abzuschließen. Kirsten Faulkner erreicht das Ziel mit etwa 23 Sekunden Verspätung und auch da lege ich mich fest, hätte sie am Morgen, als sie aus dem Teambus gestiegen ist, eine glücklichere Materialwahl getroffen, wäre sie die Gewinnerin von Strade Bianche 2023 und das wäre ihr größter Karriereerfolg. Zur ganzen Geschichte zählt auch noch, dass Kirsten Faulkner nach dem Rennen von der UCI disqualifiziert wird, weil sie unerlaubt einen Sensor unter der Haut getragen hat. Laut UCI-Reglement darf sie den während dem Rennen nicht einsetzen. Ihre Verständnisweise von der Regel ist, sie hat den Sensor getragen, aber sie greift während dem Rennen nicht auf die Daten zu, sondern möchte sie später auswerten. Die UCI sieht das allerdings so, dass man ja nicht nachweisen kann, ob ein Sensor, der vorhanden ist, im Rennen oder erst nach dem Rennen ausgelesen wird und meint, sie darf ihn quasi erst gar nicht im Rennen mitführen. Um da mal ein Zeichen zu setzen, wurde sie nach dem Rennen disqualifiziert. Ich gehe aber auch davon aus, dass die UCI nicht so eine starke Strafe ausgesprochen hätte, wenn sie tatsächlich das Rennen gewonnen hätte. Wir halten also fest, SD-Works gewinnt zwar die Strade Bianche auf Position 1 und 2 deutlich vor allen anderen. Das Rennen verlief allerdings eher glücklich in ihre Hände als souverän. Im Grunde genommen kann sich Demi Vollering bei ihrer Teamkollegin bedanken, dass sie nochmal nach vorne springt und so eine sehr ungewöhnliche Strategie fährt. Alleine hätte sie es nie geschafft, zu Kirsten Faulkner aufzuschließen.
Und des Weiteren kann sich Demi Vollering bei Kirsten Faulkner bedanken, dass die von Aerodynamik scheinbar nicht so viel versteht, sonst wären die zwei auch zusammen nicht nach vorne gefahren. Mit reiner Willen und Motivationskraft, würde ich da sagen, hat das Ganze weniger zu tun als ein sehr glücklicher Sieg. Auch wenn vielleicht Demi Vollering oder Lotte Kopecky jeweils die Stärksten an dem Tag waren. Demi Vollering und Lotte Kopecky will ich an der Stelle auch gar nicht so sehr kritisieren, wie die Teamleitung von SD Works. Die scheint einfach super überfordert, sobald die Rennsituation was Unvorhergesehenes bereitet. Man hatte einen ganz klaren Plan, wie man mit 1 und 2 die ganzen anderen Favoriten schlägt. Vergisst allerdings vollkommen, dass wenn man der Kirsten Faulkner da zu viel Vorsprung lässt, die tatsächlich eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit hat, das Rennen auch zu gewinnen, wenn die beim nächsten Mal auf besserem Equipment unterwegs ist. Aber mich würde interessieren, wie seht ihr die Situation? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Stellt euch einfach vor, ihr wärt die sportliche Leitung von SD Works, 15 Kilometer vor dem Ziel. Was hättet ihr in der Situation gefunkt?